Okay. Once you've practiced all these steps, you will want to put them together. Irish dancing and jazz step. If you have dances of both sorts, this is how we do it. At the beginning, we have 8 heels from the jazz tappers. Watch out that you don't do them too quickly, because the Irish dancers will probably, they've got bigger movements with their legs, will probably be not quite be able to follow your tempo. So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then you start to dance, you start to go into the choreography. The Irish dancers, on heel number 5, put a point to the front. On heel number 7, they pull up so that they're ready to go when you start with the 1. The 1 here corresponds to the heart in the back of the Irish dancing. Every further step in the back, after the shuffle hop back, corresponds to the next heel. When you do the single trebles for the Irish dancers, the down corresponds to the heel of the second element of the scaffold forward heel. That heel is the down of the Irish dancers and the single trebles. Yeah? Okay, am Anfang von der Choreografie. Die Jazztapper zählen euch ein. Wir haben 8 Heels am Anfang. Liebe Jazztapper, seid so freundlich, macht es nicht zu schnell. Weil die Iren haben etwas größere Beinbewegungen als ihr, die werden nicht ganz so auf Tempo kommen wie ihr. Das heißt, ihr habt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann fangt ihr an zu tanzen. Für die Iren, auf den 5. Heel von den Jazztappern macht ihr einen Point nach vorne, das ist euer Einzählen. Auf den 7. zieht ihr euch hoch, damit ihr bereit seid loszustarten. Und auf die 1 geht es dann los, wenn die für die Jazztapper hier die neue 1 kommt, nach den 8 Heels. Das ist für die Iren der Hop, der Ton muss genau gleichzeitig kommen. Und jeder weitere Heel von den Jazztappern zählt 1 weiter und entspricht beim Iren-Tanzen dem Back hinten, weil das ist der betonte Schlag. Wenn ihr in die Single Travels geht, für die Iren, der Down ist der betonte Schlag von den Single Travels. Der entspricht beim Jazz-Tap dem Heel auf dem Standbein in dem 2. Element. Wir tanzen einmal für euch die Choreo in super langsam durch, zusammengesteckt, dass ihr gucken könnt, welche Töne genau gleichzeitig kommen müssen. Okay, wir fangen mit der Einleitung an. We'll start with the intro with the 8 heels.